Sprich, über Gebäude verliert man eine ganze Ecke an Points. Man sollte also wirklich immer versuchen, auf befestigten Straßen oder so zu laufen, damit man wirklich die maximale Reichweite rausholen kann von der Bewegung. Ist zwar jetzt nicht so schlimm, sag ich mal, in unserem Fall, weil die Gegner alle sehr komprimiert auf dem Haufen stehen, aber es wird wahrscheinlich auch noch vorkommen, dass man auf eine wesentlich verstreutere Gruppe trifft. Und wenn man dann wirklich seine Einheiten irgendwo auf Gebäuden stehen hat, dann macht es das Ganze ganz schön schwer. Ja, aber wir haben ja genug Fernkämpfer. Da ist das Ganze nicht ganz so wild. Man! Ladets. Oh Gott, ey, was für ein schwacher Angriff. Phil, das muss aber besser werden! Reiß dich mal zusammen, hau doch mal eine raus da. Dann war es, glaube ich, mehr Einheiten kann ich nicht bewegen. Ja, jetzt geht's natürlich. Oh! Okay, das ist ein Angriff, den ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Ich hätte gedacht, der greift Fastian. Also unseren Hauptcharakter. Aber der muss uns ja auch erstmal kriegen. Voll daneben, Kollege. Voll daneben. Das muss aber besser werden. Da greift er unseren guten Resma an. Aber auch den muss er natürlich erstmal kriegen. Uaiaiaiaiai, das war aber gerade haarscharf. Aber auch der trifft nicht. Na? Na, hab ich Glück gehabt. Die anderen kommen nicht in Reichweite. So, wo stehen die denn jetzt überhaupt? Ach, da oben. Ach du Kacke. Naja, gut. Muss ich wohl so machen. Attack. Ach, Kacke, ja. Steht da voll im Weg. Hier. Also kriegt er jetzt auch erstmal einen auf den Kopf. Ah, schade, nicht so getroffen wie heute, aber besser als nicht. Gut, jetzt sollte ich ihn eigentlich mit einem Laserblade von Resma töten. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich vielleicht einen kritischen Treffer lande und ihn One-Hit töten könnte, aber das hat leider nicht hingehauen. Ist das vielleicht ein kritischer Treffer? Jawoll. Läuft doch, läuft doch. Sehr schön. So, was haben wir hier sonst noch im Angebot? Ja, hier oben haben wir noch so zwei Einheiten. Ja, Phil, der tötet dann natürlich erstmal das Ding, was hier noch übrig geblieben ist. Oder zerstört es vielmehr. Bam. Sehr schön. Upgrade. Der hier muss natürlich weiter nach oben. Oh, ich glaube, den habe ich in der letzten Runde gar nicht bewegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und er wird jetzt ebenfalls seinen Nahkampfangriff ausführen. Ah, verdammt, fast. Da habe ich leider nochmal hochgerissen, Mann. Wäre vielleicht wirklich ein kritischer Treffer geworden. Schade. Aber okay. Phase beenden, jawohl. Ah, und sie greifen wieder mal Phil an. Die scheinen irgendwas gegen Phil zu haben. Der arme Junge, der kriegt hier ständig auf, oder würde ständig auf die Fresse kriegen, wenn er nicht immer ausweicht. Nein! Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht ständig ausweichen würde, aber. Ah ja, Gottchen. Die machen ja kaum Schaden. Aber man muss es ja trotzdem nicht herausfordern. Uah. Denn ich glaube, der Angriff, der hat schon bedeutend mehr Schaden gemacht. Sehr schön, sehr schön. So, wo muss ich hin? Ich glaube, hier in der Umgebung wird... Ups, falsche Taste. Hier in der Umgebung irgendwo wird dann der Matt auch auftauchen. Nehme ich mal an. Weil der hat sich hier irgendwo Feuer... verdünnisiert. Dann hauen wir den hier auch mal eins rüber. Start. Schade. Bam. Ah, jetzt. Oh, Stunt. Ah.
gut, dann ist sein Angriff ja doch relativ brauchbar. Das bedeutet dann wohl, dass sein Angriff zwar nicht ganz so stark ist, aber er lebt Gegner. Das ist doch was Feines. Das ist ja nicht schlecht. Das war jetzt nicht so schlimm. Oh, der hat überlebt? Hat der denn noch? 52 HP, na komm, ey, das ist doch ein Witz. Kann doch nicht angehen. Sehr gut. Na, hätte ich mal doch eben erst besser den hier komplett zerhackt. Jetzt bin ich gespannt, kann der eine sich jetzt nur nicht bewegen oder kann er auch nicht angreifen? Ah, der ist also völlig gelähmt. Das ist ja gar nicht schlecht. Dann ist die Waffe von Phil ja doch echt brauchbar. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Phil. Der tötet dann den hier unten. Kritischer Treffer. Bang. Und tschüss. Upgrade. Soul Shooter kann ich immer noch nicht einsetzen. Schade. Attack. Rusty Lance. Lance her. So, ich hoffe, das Vieh beißt dann auch ins Gras. Ja, fast ein kritischer Treffer. Ganz, ganz knapp daneben. Aber es reicht auch so. Upgrade. Sie haben schon eine ganze Menge angerichtet. Okay. Jetzt weiter zu verbieten. Ja, ich hätte dich sowieso hingeschickt. Ja, toll, ein Feld hier. Okay, es gibt keine Gegner. Insofern müsste ich, wollte ich gerade sagen, sofort wieder ziehen dürfen. Und dann werde ich auch direkt einmal mit Fasti ein wenig weiter ins Gebiet ziehen und meine Einheiten etwas aufteilen. Oder zumindest, ups, nein, nicht reparieren. So stehen die eigentlich ganz gut. Wo ist denn? Ah, hier unten. Das sehe ich auch nochmal hier etwas hoch. Okay, und dann Dixon, Dixon. Ab in die Fabrik. Miss O'Connell! Dixon, Sie sind gekommen. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie tun. Ich habe mir schon Sorgen. Ich habe mir schon gedacht, dass sie vielleicht noch hier sind, hier sein würden. Bitte beeilen Sie sich, wir müssen hier raus. Ich konnte nicht vor meinen Leuten. Vor meinen Leuten gehen. Sie sind jetzt alle in Sicherheit. Ich bin soweit. Mebius. Mebius ist nicht bei Ihnen. Ist sie schon weg? Sie ist in diesem Frame weg. Ah, da habt ihr euch also verstanden. Das war so offensichtlich, dass ich nie drauf gekommen wäre. Ganz schön clever. Sieh mir dieses Stück Dreck. Hey, nicht bewegen. Eine falsche Bewegung. Und schon erwischt es vielleicht kleinen Robbie da drüben. Sie Feigling. An eurer Stelle würde ich mir jetzt lieber keine Mitnamen ausdenken. Das kippt nur, wenn ihr euch traut. Robin, dich soll ich zwar lebend zu ihm bringen, aber vom Gesund und Munter hat keiner was gesagt. Vielleicht stelle ich die harte Tour ruhig. Vielleicht stellt dich die harte Tour ruhig. Das war die erste Runde. Und jetzt zu zwei. Jetzt Runde zwei. Das glaube ich kaum. Wer zum Kuckuck bist du denn? Möchtest du ihre Stelle einnehmen? Den schwachen Frame, da mache ich doch im Handumdrehen fertig. Was sind Sie doch für ein Macho, Leutnant Ned? Oder soll ich lieber Narbengesicht sagen? Woher weißt du das? Wer bist du? Bloß eine stinknormale Marsianerin. Ned! Das ist doch kein Eve. Das ist doch nicht. Das kann doch nicht. Ihr Frame kommt gegen den Orcrist nicht an. Orcrist, also es
Bist du jetzt fertig? Ja, die Handhabe ist ziemlich schwierig. Daher hat es eine Weile gedauert. Aber jetzt ist er voll funktionsfähig. Ah, davon hat keiner was gesagt. Ah, da verpisst er sich, der kleine Camper. Oh. So leicht geben. So leicht geben wohl nicht auf, was? Was ist das denn für ein Deutsch? So leicht geben wohl nicht auf. Ich will sagen, da fehlt ein Sie oder so. Aber okay. Ich kann nicht mit leeren Händen zurück. Ich werde tun, was ich muss, um zu bekommen, was ich will. Miss O'Connor, ist alles in Ordnung? Schnell, kommen Sie hier rüber. Sie haben mir das Leben gerettet, ich danke Ihnen. Jetzt aber nichts hinaus hier. Nein, wir tragen eine Mitverantwortung für das, was diese Stadt zugestoßen ist. Wir müssen kämpfen. Das ist richtig. Ich verstehe. Alle mal herhören. Miss O'Connor ist in Sicherheit. Jetzt schnappen wir uns Ned. Ja, Sir. Das ist also Robin. Okay, so. Da habe ich ja meine Einheit voll in die falsche Richtung gezogen, habe ich das Gefühl. Denn im Grunde sind die Einheiten jetzt unten gespawnt und nicht oben, wie ich dachte. Na gut. Und dieser Frame, mit dem werde ich noch massig Spaß haben. Das könnt ihr mir glauben. Das Ding geht richtig ab.